Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und ich bin für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht's um einen Erfolg, den wir einmal finden können im Achievement System unter Erkunden, dann Dracheninseln und hier haben wir einmal Leylinien im Gebirge und dafür müssen wir machen, richte die Leylinien im azurblauen Gebirge neu aus. Es sind insgesamt 5 Stück. Und wo die sind, will ich euch jetzt mal zeigen, beziehungsweise was wir dafür machen müssen. Wir sind einmal im azurblauen Gebirge beim ersten Spot auf den Koordinaten 65, 28. Und dort haben wir eine Höhle. Und dort gehen wir jetzt einmal rein und dann ist da so ein Kristall. Und auf diesen Kristall klicken wir einmal drauf. Und sobald wir drauf geklickt haben, erzählt uns Kaligos ein bisschen was. Könnt ihr jetzt durchlesen, wenn ihr wollt oder nicht. Und jetzt ist hier so ein kleines Minispiel, das kennen wir vielleicht aus Nasjatar schon. Wir müssen jetzt halt gucken, dass diese Strahlen hier quasi sich nicht kreuzen, so ein bisschen Ghostbuster-Style. Und dementsprechend klicken wir hier ein bisschen rum, das hier, dann machen wir das hier so. Halt, warum leckt das jetzt hier? Azurblaues Gebirge, warum frage ich eigentlich? Die Zone leckt halt wie nochmal was. Okay, und damit haben wir das geschafft. Es hat auch tatsächlich Ruf gebracht, sehe ich gerade, 20, weil Drackenruf ist jetzt nicht sonderlich krass, aber wir wollen ja hauptsächlich das Achievement machen. Also, das erste haben wir, Sylvensturz oder so ähnlich. Und ich würde sagen, dann gehen wir zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar bin ich jetzt hier unten auf den Koordinaten 66, 51. Und dort haben wir dann beim Lager nirgendwo auch wieder eine Höhle. Und da gehen wir jetzt einmal rein und ich zeige euch nochmal, so sieht das draußen aus. Hier einmal in die Höhle rein. Und dort ist halt jetzt auch wieder so ein Kristall. Klicken wir an, selbes Spiel. Kaligos erzählt uns wieder die Story vom Pferd, wie wichtig die Leylinien sind. Und jetzt müssen wir dementsprechend das Ding auch wieder lösen. Einmal so, das hier. Ich mache die eigentlich ganz gern, muss ich sagen. So, easy, fertig, alles Dreiecke. Gut, dann haben wir den nächsten Spot fertig. Ah, ihr seht gerade, wenn es blöd läuft, spawnen hier so Steinmauern. Die können übrigens nur Bergbauleute wegmachen. Also wenn ihr vor so einer Steinmauer stehen solltet und nicht reinkommt, mit Bergbau kann man die wegmachen, da habt ihr jetzt mehrere Optionen. Option 1 ist, ihr seid Bergbauer und macht es selber auf. Option 2 ist, ihr Server hoppt, bis ihr eine Schad findet, wo es dementsprechend aufgemacht ist durch den Bergbau. Oder Option 3 ist, mir wurde gesagt, dass bei den Drachenschuppen-Expeditionen auf 20 man sich hier explosive Archäologie besorgen kann und mit dem könnt ihr es aufsprengen, auch wenn ihr kein Bergbau seid. Also die drei Optionen gibt's. Naja, wenn ihr jetzt da nicht 20 seid, dann hoppt ihr halt einfach rum, bis ihr einen Schad findet oder ihr seid halt selber Bergbau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spot. Und der ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht so weit weg. Da können wir jetzt gleich mal gucken. Der soll hier unten sein. Und zwar sind wir jetzt ein Stück weiter unten bei den Koordinaten 67, 59. Und dort ist auch wieder dasselbe Spielchen. Ihr klickt das Ding einmal an. Kaligos erzählt uns die Story vom Pferd und dann kann man wieder ein bisschen spielen. Also das hier. Dann machen wir das doch so. Das machen wir so. Wenn das hier nicht so laggen wird, ich sag's euch. Gut, und dann haben wir damit hoffentlich auch das dritte absolviert und somit nur noch 2. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir hier einmal auf den Koordinaten 43, 61. Und dort ist jetzt auch wieder eine Höhle. Und in der Höhle haben wir dementsprechend einen wilden Allerlei, der hier richtig abgeht, aber auch einen von diesen Lake-Kristallen. Und hier wieder selbes Spiel. Kaligos erzählt uns die Story vom Pferd. Wir können wieder ein bisschen hier die Dinger spielen. So, machen wir das mal so. Dann machen wir das mal so. Und dann sind wir auch schon fertig. Ihr seht, wenn man das ein bisschen raus hat, geht es relativ zügig. Wenn ihr da euch zurückerinnern könnt an Nasjatar oder an das Ding vom Juve war das, glaube ich. Das war deutlich schwerer. Gut, jetzt haben wir noch das letzte und da sehen wir uns dann gleich wieder. Dann befinden wir uns beim letzten Spot und zwar einmal hier unten auf den Koordinaten 26, 36. Und dort haben wir dann einmal den letzten Spot, ebenfalls wieder in einer kleinen Höhle. Da können wir dann mal reinschauen, mal gucken, ob das jetzt hier schwieriger ist. So, Kaligos haben wir wieder am Start. Und dann, na gut, das sieht relativ simpel aus. Machen wir das mal so. Machen wir das mal so. Hallo? Das machen wir so, das machen wir so, das machen wir so. Und dann haben wir wieder lauter kleine Dreiecke. Jetzt gucken wir mal. Achievement ist einmal abgeschlossen. Und das war es eigentlich auch schon. Ich zeige es vielleicht nochmal auf der Map. Also hier unten stehen wir gerade. 26, 36 und ja, das waren jetzt einfach nur 5 kleine Events, die ihr spielen müsst. Wie gesagt, wenn ihr irgendwo Brocken davor habt, wenn dann Bergbau sein
oder ihr habt dieses Bämmchen von 20 Drachenschuppen-Expeditionen, oder wenn ihr nichts von alledem habt, dann hoppt ihr einfach so lange, bis das Ding offen ist und dann könnt ihr euer Achievement abschließen. Ich verabschiede mich an der Stelle, würde mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, ciao!